Und dann herzlich willkommen zur Folge 10 oder Map 10 von Back to Saturn X2. Yay! Mal gucken, wie die Map wird. Die letzte Map war ja geschmeidig kurz. So, ach ja, hier waren wir gleich attackiert von Tollwütlern. Okay, alle besiegt. Uah. 400 Gegner. Ach du Kacke. Also die Map wird wohl etwas länger. Wups. Ah. Hä? Seit wann geben diese Dinger 200% Leben? War das schon immer so? Ach du Kacke. Von wo denn? Ach, das war meine Hand. Was zur Hölle war denn das gerade? Geht doch. Normalerweise ist doch meine Faust richtig stark. So, wo bist du? Ja, kannst du bitte stehen bleiben? Junge, Mädel! War das? Ja, die ist weg! Geile Mato! Speichern! Ja gut, die ganzen Sachen aufsehen, bringt das natürlich gerade gar nichts. Geht halt eine Verschwendung, weil ich da sowieso auf meine Fahrfahrt verliere. Ich komme hier nicht durch? Wieso komme ich hier nicht durch? Wieso ist da geschlossen? Ist irgendwo ein Schalter? Den ich drücken muss? Hä? Hallo? Hallo? Herr Schalter? Bitte zeigen Sie sich. Ach da. Schlappe. Wow. Die Klappe halten. Kommt alle dran. War das zu viel? Ja, das war zu viel. Die kam gleich von allen Seiten, das war dumm. Ja, ich hab den gleich umgebracht hier. Das bringt also nichts. Na gut, hier gibt es nicht mehr Munition. Ist aber kein Secret. Schade. So, und hier geht es jetzt ganz schön ab. Hat also erst rausgehen und dann wieder reingehen. So, und jetzt werden sie alle schön nacheinander hier. Was sind die denn da? Boah, Alter, geht denn hier ab, bitte! Beruhigen Sie dich! Wow, stopp! Jäger! Warum sind hier so viele Gegner? Aber gut, ich meine, klar, die Map hat 400 Gegner. Die müssen ja alle irgendwo sein, ne? Und wir haben schon gar nichts davon erledigt. Gerade mal 70. Ja,
Ich muss mal ganz kurz gucken, ob wir hier bei unserer Suit auch unsere Dingsbooster da haben. Ja. Health haben wir schon komplett, ne? Genau. Jetzt kommt nämlich das Ding hier dran. Dann bekommen wir nämlich von den, wenn wir die Monster killen, kriegen wir dann nämlich auch, ach, wir haben schon die ersten beiden Stufen. Ah. Genau. Das heißt nämlich, wenn wir jetzt die letzte Stufe kaufen, papp. Oh, nicht, aber warum ist das immer noch weiß? Ah, jetzt ist es rot, grün. Jetzt kriegen wir nämlich, wenn wir die Gegner erschlagen oder mit der Kettensäge bearbeiten, also auf jeden Fall, wenn die diese ganzen Dinger da droppen, bekommen wir jetzt auch Rüstung. Und gerade wenn wir hier mit dem Faustkampf arbeiten, dann ist das halt ganz geil, weil das halt geil ist. Von wo sind die? Da hinten ist einer. Mist, da komme ich nicht ran. Haha, Loop war so langsam. Okay, bleib doch erstmal hier. Ist das ein Schalter? Nee. Okay, hier war ich bereits. Da bin ich bereits rausgefallen. Ah, jetzt kommt eine blaue Karte ran. Hilfe! Das tut doch weh! Danke. So, ich muss noch von Deckung bleiben, wo mich erstmal keiner findet. Okay. Komm ich irgendwie rauf? Nee, ne? Nein, ich sterbe! Noch nicht. Fuck you! Einfach mal alles festhalten hier. Ruhe! Nein, bitte nicht hauen! Wir kommen jetzt doch rauf. Sehr schön. Kommen wir auch hier rauf? Ja. Aber bringt uns nichts. So, die Frage ist, wo kommen wir hier hin? Ach, da hinten kommen wir jetzt lang. Oh, du Scheiße! Stirb doch mal bitte! Fuck! Okay, wir müssen also erstmal rein und dann gleich wieder raus. Jawoll! Du bitte mitkommen! Dich will ich ganz für mich alleine haben! Na komm her, Mädel! Hä? Oh! Ich hab sie besiegt! Ich hab sie besiegt! Geiler Motto! Kann ich mich jetzt auf die anderen konzentrieren? Oh, Alter! Fuck! Da ist noch einer! Wo denn? Siegt! Arschloch! Oh, geht's auch noch weiter? Lass sich immer irgendwelche Leute rein teleportieren. So, ich will sich doch gerne bei euch hier erstmal umbringen. Ihr geht nämlich tierisch auf den Sack. Was? Wo kommst du denn jetzt her? Hä? Scheiße! Aber warum kamen die jetzt? Weil ich die anderen beiden umgebracht habe, oder was? Ja.
Das war nicht gut. Okay, also lieber nicht versuchen, die Dinger irgendwie zu bekommen. Hä? Jetzt kommt die schon mal mehr. Ich will mich verarschen. Na komm! Digga, ich krieg eine Macke. Easy. Ja, komm, leck mich. So. Bitch Queen. Hier ist ein Secret, aber wie kommt man hier? Ach, da. Ist da ein Raum, den ich einmal noch erreichen werde? Hier was rein. Da passiert schon wieder was rein. Wo denn bitte? Wo? Schon wieder hier? Ach, leck mich doch. Ja, eben, das ist ja rum, wo wir bereits waren. Das ist der Anfang. Zu wenig Angriffsstärke dafür. Wo denn jetzt? Da. So, easy. So, was kann uns gerade von da hinten? Hä? Von hinten kann gerade irgendwas. Oder nicht? Hm. Ich bin verwirrt. Ich traue dem Ganzen nicht. So, da hinten ist irgendwie die blaue Tür, genau. Bitte was? Alle, warum nicht hier? Was ist los mit euch? Oh. Frage ist, ist es gut, dass ich jetzt hier unten bin? Okay, also auf jeden Fall der gleiche Ausflug, wo ich auch so hinkommen würde. Jetzt habe ich dieses 200-Hälfte-Ding da aufgenommen. Oh, ich bin schon wieder hier. Alter.
Nee, du, das geht so nicht. Halleluja. So, jetzt bin ich da. Gucken. Genau, hier war nur das Ding. Mehr war hier. Mehr nicht. Genau. Das heißt, wo komme ich hier hin? Ich habe gerade mal ein Fünftel der Gegner besiegt, oh mein Gott. Was sind denn die Archrides? Die Revenant. Ach, da hinten. Fuck, wieso kann er mich treffen? Arschloch. Oh nein, nicht so einer. Ach du Kacke. Ja, tot. Und hat ein Geschenk hinterlassen. Wow, ein Geschenk, das du brauchen kannst. Hä? Oh, kann denn das da nicht wirken? Gut, dann lass ich die erstmal sein. Wenn es da eh nicht wirkt, dann wird es mit Zeitverschwendung. Siehst du? So geht doch gleich viel besser. Muss ich hier ganz wieder zurücklaufen? Wie geht denn noch von den roten Viechern? Arschloch. Gott, Alter, hier waren gerade mindestens 5 von diesen, also mindestens 4.
Auf jeden Fall eine ganze Menge in diesem fucking Raum hier drin, Alter. Boah. Was zur Hölle? So, hier, wir haben jetzt die rote Karte. Mit der roten Karte können wir hier durch. Ach, das war sogar der Raum, den wir vorhin schon mal gesehen haben. Was hier? Achso, Fackel. Okay. Also ich muss echt immer wieder sagen, also grafisch gesehen, Back to Saturn, echt eine geile Nummer. Vor allem, wenn man dann auch noch bedenkt, dass das Ganze Vanilla-kompatibel ist. Das ist so fucking krank. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Limit Removing kompatibel ist oder ob es wirklich komplett kompatibel ist, aber... alle weg, sehr schön. Juhu! Aber es ist auf jeden Fall schon echt arschgeil, was man alles so mit Features machen kann. Oder, nee, was man alles mit einer Engine machen kann, die von 93 stammt. Ist schon krank. Nicht sehr freundlich. Scheiß Pain Elemental! Ich fick deine Mutter! Wow, nicht runterfallen. Wird jetzt hier die gesamte Web aus solchen Fallen bestehen? Also der gesamte Bereich hier? Oh, das ist ein Teleporter. Komm her. So. Dann muss ich runter? Fragezeichen. Na komm. Ja, geil. Ja, das mit dem auf Lava stehen ist natürlich nur so lange gut, wie man selber ein Monster ist. Ach, das wird alles für Lava. Ach, das ist toll. Oh!
Triffst du? Ja! Volltreffer. Auch wenn ich nicht weiß, ob das hier wirklich... Ob ich hier... Doch, doch, ich muss lang. Und jetzt sind wir was Blaues, ne? Genau. Ach nee, das hatte ich doch schon längst. Was zur Hölle? Hier hinten ist noch was Gelbes. Den bin ich aber jetzt gerade falsch abgebogen, kann das sein? So, hier muss ich mich lang. Boah, Alter, wollt ihr mich verarschen? Von hinten noch attackiert, Alter, ich glaub's ja. Dann darf ich nicht mehr. Da wo denn? Arschloch. Sieht der hier richtig aus wie Katakomben hier. Arschloch. Welcher davon ist jetzt die Tür? Ah. Nein, da schon mal nicht. Jetzt gehe ich einfach mal hier lang. Ich sehe nichts. Gleich zwei. Die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Da hinten muss ich hin. Ah. Hier ist. Ah! Digga! Also irgendwie macht die Spinne doch weniger Schaden, als ich dachte. Da brauche ich ja ewig, um damit so Bildschirm zu erledigen. Hä? Wo bist du jetzt hin?
Oh oh. Aua, das tut doch weh. Okay. Fuck, ah, treff mich. Mist. Das Ding geht zu langsam hoch. Schuhu. Also erstmal erledigen und oh nein! Noch jemand? Gut. Ah, und da hätte man jetzt hier dann rauchen muss. Okay. Aber normalerweise kann man hier nicht drauf springen. Aber wenn das Ding jetzt auslöst, weil ich darauf gehe, tut es das nicht. Okay. Aber wie kommt man denn? Weil ich dachte nämlich, wenn man darauf geht, fährt das Ding wieder hoch und so hoch, dass man dann von dem aus hier rauf springen kann. Aber wenn man das nicht kann, wie kommt man denn hier rauf? Ich meine, ich komme da jetzt ganz einfach rauf, ich kann einfach hier hochspringen. Haha. Hier geht's gar nicht weiter. Soll man da überhaupt drauf? Nee, ne? Kann das sein? Ich hab keine Ahnung. Oder man muss da rauf. Das würde auch den hier erklären, weil der erschwert das nämlich drastisch. Nur wie kriegt man den hoch? Geht er nur hier rüber. Und sobald man hier drauf ist, wird er auch aktiviert. Genau, der aktiviert sich nämlich nicht selber, sondern nur hier rüber. Ist das seltsam. Ah, okay. So, jetzt hier rauf. Und jetzt kannst du darauf. Tada! Wow. Das ist ja mal ein geiles Rätsel, Alter. Davon bitte mehr. Gut, ich meine, im Let's Play vielleicht nicht unbedingt, weil das ist, sowas kann relativ lange dauern, bis man jetzt weiß, woran man ist. Von daher fürs Let's Play vielleicht eine 2-Stunden-Folge sein. Oder werden. Ja, ich wollte echt nicht. Ups. Okay, das war's hier. Thanks, bitches. So, wo jetzt hin? Ja, sag mal, wo jetzt hin?
Irgendwo muss ich doch entlang, oder nicht? Aha. Ah. Ist noch einer. Wo kommen die Bälle her? Oh. Willst du was hier? Oh, gleich zwei. Ich bin gefickt. Hä? Der hat mich nicht mal angeguckt. Haha. Tja, war dumm von mir, ne? Dachtest du, kannst mich in die Ecke drängen? Dabei hab ich dich genau dahin gelockt. Volldepo. Sind jetzt wieder Cage in Ort? Ja doch, in Ort Cage. Da hinten ist die blaue Tür. Okay. Oh, das ist das. Ach, so ist das also. So verhält sich das Ganze. Hä, aber wieso. Hier sitzt das noch nicht auf. Ach, klar, hinten mit dem Schalter. Aha. Ja, that makes sense. So, wie sind unsere Werte? Wir haben noch drei Secrets, die wir finden müssen. Ne, finden wir nie im Leben. Also lasse ich das Ganze auch an der Stelle. Ich versuche noch mal hier ein bisschen Leben und so aufzusammeln, damit wir hier für die nächste Scheiße. Ja, genau, damit wir für die nächste Scheiße aufgeladen sind. Kommt, wo kommt ihr denn jetzt noch alle her? Mach schon wieder nicht hoch. Ist ja Bullshit. So, wir wollen nämlich schön unser ganzes Leben gedönst auffüllen. Irgendwo war doch noch eine richtig gute Rüstung. Damit ich dann nämlich für die nächste Folge. Also für die nächsten Folgen, die dann nächste Woche kommen, wieder gute Werte habe. Ach, jetzt doch. Sehr schön. Ich bringe leider immer nur 75. Aber gut. Hier liegt ja auch so noch eine ganze Menge Rüstung rum. Also diese Rüstungsfragmente. Oder wie auch immer man die nennen möchte. Von daher sollte das ausreichen. Siehst du, dabei fällt mir gerade ein, wir können nochmal wieder hier diese Kredits, also da oben diese Dinger da, Credits mal einsetzen. So, das Ende der Map war. Achso, ich bin ganz falsch, ich bin groß da und vor rein. Ups. Das Ende der Map, in die Richtung. So, genau, da ist das Ende. Die Frage ist, ist auch noch Rüstung, sehr schön. War hier noch irgendwo eine richtige Rüstung, also eine komplette Rüstung und nicht nur so eine Fragmente? Glaube nämlich ja. Aber wenn ich mich nicht ganz irre, war sogar in einem Secret eine komplette Rüstung. Kann aber sein, dass ich das jetzt mit einer anderen Map verwechsel. So, hier ist der Start. Ach genau. Ah ja, das ist genau. Hier oben war ja noch ein Secret. Wie kamen wir hier eigentlich rein? Okay. Da hinten irgendwie? Interessant. Wäre ja denn hier durch die blaue Tür, ne? Schau mal an, hier sind auch noch welche.
Ach ja, stimmt, da hier unten hatten wir ja die Geschichte aufgeräumt. Da sind wir nur durchgerannt. Lol, kann ich nicht durchschießen? Okay, das erste haben wir schon mal. Wow, jetzt habe ich dafür wieder meine gesamte Rüstung verbraucht. Nein, das geht so nicht. Easy. Dafür haben wir es ja, oder? Fuck off, ab und zu. Wo ging es jetzt nochmal zum Ziel? Fragezeichen. Ja gut, hier geht es jetzt zum Glück nochmal diese Rüstung. Die Frage. Ach so, hier bin ich jetzt. Okay, das heißt, zum Ziel mussten wir hier lang. Dann kamen wir hier lang. Dann kamen wir hier hinten lang. Und jetzt müssten wir hier hinten. Genau, perfekt. Puh. Das war ja mal eine Aktion. Easy. Dann haben wir für die nächste Woche wieder komplett alles vorbereitet. Volle Rüstung, volle Health, volle Waffen, also volle Munition. Oh. Okay, die Map ist doch... Oh, die Map ist sogar ziemlich groß. Aber es gibt keine Gegner, keine Secrets. Interessant, da bin ich ja... Da freue ich mich ja schon auf die nächste Woche. lol. Ja gut. Ist dann halt so. Gut. Auf jeden Fall. Genau. Doch, das war's für die Woche mit Doom Extermination. Quatsch, mit Brüten. Quatsch. Wisst ihr? Mit Back to Saturn X2 mit Doom for Doom. So. Ja, ne? Wenn man so ab und zu das spielt, macht Doom for Doom echt richtig Fun. Lol. Da freue ich mich richtig auf die nächste Woche. Ich meine, auch jetzt habe ich mich auf die Aufnahme tatsächlich richtig gefreut, weil ich mal wieder Bock auf Doom for Doom hatte. Ich habe ja in letzter Zeit während unseren Aufnahmen und auch privat nur noch Brutal Doom gespielt. Und jetzt hatte ich tatsächlich richtig so Heimweh nach Doom for Doom. Ist auch der Grund, dass ich die Aufnahme um einen Tag nach vorne gezogen hatte. Weil ich wollte halt wieder Doom for Doom spielen und jetzt habe ich halt überlegt, ob ich privat Doom for Doom spiele oder gleich die Aufnahme mache. Einen Tag nach vorne gezogenerweise. Hat doch ganz gut gepasst mit Clicker Heroes, weil bei Clicker Heroes konnte ich nämlich gleich die Transcension machen. Hätte ich ansonsten auch noch einen Tag aufschieben müssen, sinnfreierweise. Ja, von daher ganz geil. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's mit Back to Saturn X2 Folge 10. Map 10? Ja, Folge 10, Map 10 jetzt gleich. Ja. In Daisen. Sau V. Oh, Sau.